Herzlich willkommen zu einem neuen Schminkkorb. Ich zeige euch jetzt, heute ist Montag, der 1.7. und es geht wahrscheinlich ein, zwei Wochen. Wie immer, ich gucke mal, wie ich die Sachen verwenden kann. Ich zeige euch jetzt erstmal die alten Dinge und sag euch, was gehen darf und was bleiben darf. Ich fange an mit meinen Augen. Shane XO Palette, finde ich toll. Habe ich einige Looks auch euch gezeigt. Bei Instagram, ihr dürft mir gerne da folgen, dann werdet ihr auch des Öfteren mal einfach meine Looks sehen, die ich nicht filme oder die ich gefilmt habe, aber noch nicht online gestellt. Finde ich cool, wird auf jeden Fall meine Sammlung nicht verlassen. Ich habe gerade eben schon gedreht und habe das Video aus Versehen gelöscht. Dann habe ich die Nude Huda Beauty, New Nude. Wunderschön, wunderschön. Es gibt, glaube ich, für mich nichts Vergleichbares, Schöneres. Nicht mal die Catrice finde ich so schön wie die Huda Beauty selbst. Ich würde lieber ein paar Drogeriepaletten auslassen und mir lieber eine High-End kaufen, weil ich einfach die Qualität, ich bin überzeugt, ich werde trotzdem als Drogerie testen und sowas, aber ich finde, High-End hat schon was Besonderes. Man fühlt sich einfach besser, man fühlt sich schöner. Es ist ein anderes Gefühl, wie man sich schminkt. Es ist, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, unbeschreiblich toll. Deswegen bleibt die auf jeden Fall. Es tut mir leid, ich bin immer noch erkältet. Es zieht sich jetzt in die dritte Woche. Ich bin gespannt, wann das besser wird. Wet n Wild Mega Glow Highlighter. Ich muss sagen, die Farbe ist wunderschön. Ich filme gerade mit Tageslicht. Wunderschön. Ein bisschen zu kupfrig. Ich werde den ausmisten, denke ich. Ich habe sowas schon ähnliches und brauche den nicht so in dieser Form. Von daher werde ich das jetzt bei Instagram reinstellen. Vielleicht mag das ja jemand haben. Ich finde den anderen einfach viel, viel schöner. Und deswegen... Ach genau, genau. In meinem Schminkkörbchen war noch Make-up Revolution. Das hier. Das ist ein absoluter Monatsfavorit. Ich liebe das Teil. Es ist unbeschreiblich zart. Von der Konsistenz ähnlich, muss ich sagen. Aber von der Farbe her noch schöner. Das wollte ich in meine Monatsfavoriten aufnehmen. Genau, da war was. Mega schön, und zwar ist es die Farbnutze Radiant Lights Glow. Richtig, richtig toll. Feier ich. Light and Shadow von Catrice. Das ist ein, ja, was ist denn das? Das ist für mich ein Blush, wie ich es auch genutzt habe. Eine wunderschöne, peachige, orangestichige Farbe. Kann ich immer wieder nur für den Frühlingssommer anpriesen. Schaut mal, was für ein Glow das ist, ne? Es ist eigentlich schon eine Schande, wenn ich ihn ausmiste. Ich guck mal. Ich mache den nochmal rein und guck. Nee, ich misste den aus. Fertig. Es ist so, so schön. Ich habe das so großflächig aufgetragen. Es sah einfach toll aus. Heute trage ich übrigens gar nichts. Außer ein bisschen Überbleibsel vom Bronzer. Also ich hatte nur gebronzt und gepudert und sehe ein bisschen fertig aus. Ich finde, das wirkt immer ein bisschen K.O., wenn man da nur die Augen geschminkt hat. Ich gucke auch ein bisschen komisch, weil mein Akku so ziemlich leer ist. Und ich an Ladegerät bin und deswegen seid ihr so ein bisschen schräg drauf. Ja, und ich auch. Aber ich wollte das Video jetzt abfilmen, sonst zieht sich das noch 3 Jahre. Tolles Produkt, bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Dann habe ich von Maybelline die Blush Master Blush Palette. Ich hatte ja gesagt, dass ich den Highlighter überhaupt nicht mag, weil er Glitzer hat. Mittlerweile hat er keinen Glitzer mehr. Das war nur so ein Overspray, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil man kauft sich wahrscheinlich diese Palette eben nicht, weil da Glitzer drin ist. So sieht es aus. Und es kann nicht mit den anderen mithalten, muss ich sagen. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die Blushes, also die in der Mitte, finde ich toll. Den hier würde ich allerdings im Herbst, Winter dann tragen. Mal gucken, ob ich die weiterhin benutze oder irgendwann mal ausmiste. Im Moment bleibt sie noch. Die finde ich echt toll und danke, dass ich sie austesten durfte. Ich glaube, die hat mir die Sandra zugeschickt, aber nicht Sandra Sunshine. Nicht mein Sonnenschein, sondern eine andere Sonnenscheinkind, mit der ich gecrasht hatte. Und ich habe wieder Feuchttücher. Oh, wie konnte ich nur 3 Wochen ohne Feuchttücher leben? Keine Ahnung. Dann hatte ich das hier im Projekt, Schminkkörbchen. Das bleibt auch weiterhin. Möchte ich aber jetzt dann auch mal aufbrauchen, weil ich habe viele Sprays und ich kann nicht alles nutzen. Das kommt für nächste Woche mit rein. Und das war es irgendwie schon. Ach nee, 3 Lippenprodukte hatte ich.
Genau, einmal hatte ich die von Maybelline, das ist das hier. Ein Neon Pink Korall, würde ich sagen. Das ist auch die 910 Shocking Korall. Wollte ich immer haben, habe ich bei anderen YouTubern schon des Öfteren mal in Videos damals gesehen. Wollte ich immer haben, habe ich mir nie gegönnt. Jetzt habe ich ihn, jetzt finde ich ihn auch toll. Es ist eher so ein pflegender Balsam. Ich würde nicht gerade sagen, dass er sehr, sehr deckend ist. Dann habe ich meinen Lieblingston im Trash-Paket gehabt, die 140 Intensive Pink von Maybelline auch. Und die Maybelline-Lippenstifte mag ich wirklich sehr. Auch der Duft ist okay. Das ist das hier. Warum fokussiert es nicht? Keine Ahnung. Tolle Lippenstifte, wirklich. Behalte ich beide. Und dann habe ich von Manhattan noch die 54P. Das ist so ein Lippenbalsam, würde ich sagen. Auch nicht relativ. Also, es sieht deckender aus, als es dann tatsächlich auf den Lippen ist. Fokussiere doch mal. Ja. Ist so eine Madame-Farbe und riecht nach meiner Oma früher. Tolle Lippenstifte werde ich auch weiterhin erstmal behalten und gucken, ob ich sie auch nutze. Wenn nicht, kommen sie einfach wieder weg. Ich möchte das jetzt auch so handhaben, wenn ich ein paar Sachen nicht nutze, dass ich dann auch wirklich sage, hey Leute, komm, ich nutze es eh nicht. Warum sollte ich das behalten? Von daher, ja, lohnt sich für mich absolut nicht. Ich habe noch einen Schluck Kaffee. Was würde ich machen, wenn Kaffee weg ist? Dann hatte ich noch ein. Genau. Fällt mir auch wieder ein. Hatte ich zwei Dinge. Einmal von Colourpop. Das ist die Farbe Bill. Mag ich nicht. Werde ich nicht nutzen. Ich greife eh so selten zum Mono. Das ist eine tolle Farbe, muss ich sagen. Ja, so ein schönes, dunkel. Ja, so ein aschiges Lila. Tolle Farbe habe ich auch mit euch zusammen verwendet, werde ich aber nicht benutzen, deswegen misste ich den aus. Vielleicht mag den jemand anderes haben. Und dann habe ich von L'Oréal eine BB-Cream, die absolut nicht bei mir funktioniert hat. Weder mit den Händen noch mit den. Ich weiß nicht, ich konnte sie nicht gescheit einblenden. Es ist Medium, vielleicht mag jemand anderes das einfach testen. Ich hatte das mal als Concealer versucht, weil ich gedacht habe, ja, gut, ein Decken, ein hellerer Concealer. Nee, hat einfach irgendwie gar keinen Sinn bei mir. Dann benutze ich lieber gar nichts, verzichte auf das und fertig. Dann hatte ich noch den Naked Skin Peach Corrector. Den werde ich in dem Winter wieder rausholen. Oh, das weiß ich nicht. Den werde ich jetzt erstmal auf Seite legen, weil den werde ich jetzt erstmal bei so heißen Tagen eh nicht nutzen können. Bevor er mehr kippt, möchte ich den in die Schublade packen. Ja, das war's auch schon. Würde ich sagen, und ich beginne einfach mit meinem neuen Körbchen. Es ist wieder randvoll. Es sind ein paar Dinge, die ich schon benutzt habe und einige Sachen, die ich auch neu habe. Und ja, zum einen habe ich eine BB, nee, Quatsch, ein Primer, den ich gerne benutzen würde als, ja, das ist so ein bisschen Glow-Produkt. Schöne Farbe, Peach, so könnte ich auch mir vorstellen, ohne was drauf. Minimal, dass er Glow hat, also wirklich eher so Feuchtigkeit spenden. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber das ist so ein Illuminator, wo man das Gefühl hat, der macht nicht viel, aber macht etwas. Ganz wenig als Tagespflege sozusagen, weil ich eben nichts nutze zurzeit. Dann möchte ich noch eine, ja, einen Lichtschutzfaktor 50 aufbrauchen von Avene. So. Dann habe ich das Spray wieder drinne. Genauso wie ich das Make-up Revolution Pro Fix Spray drin habe. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Ich kann es euch nicht erklären. So sieht es aus. Genau, da ist minimal. Ich würde sagen, nur noch so wenig drin. Und das werde ich jetzt auch wohl packen. Dann habe ich mir als Foundation, genau, die MAC rausgesucht. Da ist auch nur noch weniger als die Hälfte drin, deswegen möchte ich sie aufbrauchen. Genauso wie ich noch das Fresh and Fit Awake Make-up aufbrauchen möchte. Da ist wirklich nicht mehr viel drin und die Farbe passt eigentlich perfekt jetzt zu dieser Zeit. Vielleicht aber auch. Vielleicht könnte es auch ein bisschen zu hell sein. Das ist NC15. Keine Ahnung, werde ich gucken, dass ich sie aufbrauche. Ich möchte eh jetzt in nächster Zeit einfach mehr aufbrauchen als nachzukaufen. Ah, tut es meinem Geldbeutel auch mal ganz gut, ein bisschen was auf Seite zu legen,
Und B, habe ich einfach viele Dinge, die ich einfach gerne benutzen würde und kann nicht, weil ich dann immer neue Sachen testen möchte. Und die neuen kann ich nicht testen, weil ich aufbrauchen möchte. Ich bin voll im irren Zustand. Der eine oder andere wird es verstehen. Aufbrauchen möchte ich auf jeden Fall dieses Döschen. Da sind verschiedene Puders drinne. Puder, Puders, wie auch immer. Da ist auch schon Krümel von MAC drin. Und ich finde das echt schön. Das habe ich heute den ganzen Tag drauf gehabt. Das funktioniert super zurzeit. Es ist nicht zu dunkel, es ist eher ein bisschen zu hell. Weil mein Körper einfach relativ dunkel ist, im Gegensatz zu meinem Gesicht, wie immer. So, da ist mein Gesicht hier fokussiert dahin. Dann habe ich von der Sandra so ein bisschen was bekommen hier an diesem Refresh. Das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Das soll ja so ein bisschen fresh sein, also ein bisschen wie das. Das riecht jetzt irgendwie nach gar nichts, aber ich möchte es einfach testen. Und das ist nicht mal viel drinne, wie ihr sehen könnt. Also ich kann es bestimmt ein paar Mal nutzen, aber ja, schadet ja nicht mal auszutesten, aufzubrauchen. Dann habe ich mir zwei Paletten eingepackt. Zum einen eine alte. Ein alter Schatz, den ich 2006 hoch und runter gerockt habe. Ich glaube, das erkennt man ganz gut. Das war wirklich ein Favorit, den ich 2 Monate lang durchgenommen habe. Ich liebe immer noch diese Palette, denke ich. Ich hoffe, die Konsistenz hat sich jetzt nicht verändert. Es wäre mir einfach zu schade, sie nicht zu benutzen, weil es für mich einfach ein Sommerpalettchen. Ich muss sagen, der Duft ist relativ streng, aber das sind so Kupfertöne und lila stichige Töne. Und wie gesagt, da ist alles so drin, Bronzer, so Highlighter, schaut mal. Also man kann die Farben natürlich auch gut als Lidschatten nutzen und das ist absolut mein Favorit, wenn ich so eine Farbe nutze. Auf den Augenlider und einen knalligen Lippenstift. Ich liebe es, wenn es denn das Wetter zulässt. Die Rede ist hier übrigens von Kylie by Belle Palette. Das ist noch die alte Variante, die ich auch viel, viel praktischer vom Packaging finde. Die hätte einfach damals noch so eine rausbringen sollen. Genau. Und dann habe ich einen neuen Schatz. Soul Blossing. Blooming. Verdammt noch einmal. Ich kann nicht richtig, ich kann nicht, also nach zweimal Video drehen und dreimal ist dann auch mal gut. Das hier, das sind wirklich Frühlings-Sommertönchen. Möchte ich einfach jetzt ausprobieren, ob das was ist. Ihr seht hier ist ein Duochrom drin und das hier ist auch ein Duochrom. Das sieht rosa aus, wird aber auf dem Auge blau. Ich hoffe, ihr erkennt das. Habe ich auch heute hier im Zentrum drauf. Ja, die Palette habe ich heute das erste Mal benutzt, weil ab heute fängt einfach mein Schminkkörbchen an und fertig. Genau, das Make-up von Essence kommt auch noch mit rein, aber es liegt aktuell gerade in meinem Schminkkörbchen sozusagen für meine Favoriten. Dann habe ich hier ein Döschen und zwar sind da die Drops drin, diese Bronzing Drops von Love. Die Verpackung mit der Pipette war einfach Schrott, deswegen habe ich es umgefüllt und ihr seht, da ist gar nicht mehr so viel drin. Ich habe es schon ein paar Mal benutzt, finde ich echt schön. Gibt so einen ganz, ganz leichten Glow und es sieht einfach schön aus. Benutze ich sehr, sehr gerne. Muss ich sagen, ja, benutze ich gerne und darf auf jeden Fall in dem Korb nicht fehlen. Dann habe ich natürlich meine 2 Concealer, die ich aufbrauchen möchte. Der von Essence. Den benutze ich. Ihr seht, er ist so gut wie leer. Es hängt nur noch am Applikator was. Und ich weiß nicht, wie lange ich daran noch brauche, weil ich mich ja eben gesichtstechnisch nicht schminken kann. Das ist wirklich ein super leichter Concealer. Habe ich schon mal einen leer gemacht. Den Stopper werde ich da nicht entfernen, weil es läuft einfach mehr aus. Mal gucken. Mal gucken, wann das eigentlich passiert. Dann habe ich unzählige Creme und dann habe ich hier noch einen Concealer, den ich nochmal austesten möchte. Von der Farbe her könnte das passen, obwohl das sehr, sehr ins Rosane geht. Seht ihr das? Ist aber etwas deckender und habe ich gedacht, ja, kann ja nicht schaden, stinkt wie die Hölle. Eigentlich riecht das genauso wie die Foundation von Revlon de Loop, dieses Natural Touch. Ja, ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen, der Geruch, aber die Foundation ist klasse. Kann ich nichts anderes zu sagen. Dann habe ich hier 3 Benefit-Produkte, die ich gerne unbedingt nochmal testen möchte. Vor allen Dingen leer machen. Hier ist so ein toller Highlighter, den ich einfach zu selten benutze. Den man echt gut und großzügig sich auftragen könnte, wenn man eh nichts im Gesicht patcht. Gibt einfach so einen wunderschönen Glow. Seht ihr das? Und man kann ihn einfach gut
ausblenden. So, muss eh nachher noch einkaufen. Ja, genau. WhatsApp möchte ich austesten. Und dann habe ich hier noch so einen Konturstick. Ich werde meinen Konturstick, der in meinem Projekt mit der lieben Dörte ist, suchen. Und wenn der dann leer ist, möchte ich den hier benutzen. Zuerst möchte ich aber den anderen benutzen, wenn ich den denn finde. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hingepackt habe. Und dann habe ich hier noch was, was ich wahrscheinlich nicht mal benutzen werde, weil ich nicht weiß, was es genau ist. Es ist ein matter Highlighter. Ja, was will ich bitte mit einem matten Highlighter? Das kann ja doch eh nur Kim Kardashian benutzen. Werde ich ausprobieren, werde ich aber wahrscheinlich gar nicht erst benutzen, wie ich mich kenne. Dann wandert das auf jeden Fall weiter. Dann habe ich hier noch etwas, was ich einfach wieder aktivieren möchte mit Glycerin. Es ist von Catrice, eine wunderschöne Farbe. Aber sie ist sehr, sehr trocken und fällt schon raus. Aber es funktioniert immer noch. Also ich meine, bisschen Glycerin rein und dann funktioniert das. Und die Farbe ist einfach wunderschön. Und es könnte super zu der Kylie by Belle Palette passen und zu der Blooming. Blooming heißt es, glaube ich, ja. Genau. Dann habe ich zwei Lippenprodukte, die ich gerne noch benutzen möchte. Diese hier. Und dann suche ich mir noch was Knalliges raus, was ich gerne benutzen möchte. Das da von NYX. Das ist wirklich einer meiner liebsten Sommerfarben. Mit unter anderem, weil es wirklich knallt. 08. Schaut mal, wie wunderschön. Genau, von NYX hatte ich letzte Woche nicht benutzt gehabt. Oder die letzten drei Wochen nicht, weil ich einfach nicht dazu kam. Und von NARS möchte ich gerne diesen Lipgloss benutzen. Das ist ein, ich weiß nicht, zwischen Lippenstift und Lipgloss. Ich denke, für Nude-Tage ist der auf jeden Fall machbar. Da ist wahrscheinlich eh nicht so viel drin. 3,4 Milliliter, ja gut. Es ist okay, es ist in Ordnung. Es ist nicht mein Favorit, aber ich mag das Gefühl auf den Lippen eigentlich sehr, sehr gerne. Dann habe ich einen Kajalstift, den ich heute 10-mal angespitzt habe, bis ich endlich eine Mine gekriegt habe. Weil irgendwie der Kajal ist schon alt. Also der ist mindestens 10 Jahre alt. Deswegen, der ist von Estée Lauder. War irgendwas mit Copper 03. Wie ihr seht, ist er fast leer und manchmal benutze ich den einfach als Lidstrichersatz. Finde ich einfach manchmal, manchmal viel, viel schöner als einen schwarzen im Sommer oder auch zu Nude-Looks. Genau. So. Dann habe ich von Models Co. so ein Highlighter-Palettchen, wunderschöne Farben. Die sehr jetzt weich sind. Also die sind sehr, sehr weich, weil einfach die Temperaturen sehr heiß sind. Ja, da ist es sehr, sehr flüssig. Und aber die Farben sind einfach wunderschön. Möchte ich unbedingt benutzen. Dann habe ich hier noch so einen Stick, den ich unbedingt schon vor 3 Jahren aufbrauchen wollte. Das ist eigentlich ein Gold. Ja, also eigentlich nur so ein Highlighter, Schimmer, irgendwas, den man sich einfach großzügig auftragen kann und dann einfach ja schön in die Haut arbeiten kann. Dann hat man so ein bisschen Glow. Genau, den möchte ich jetzt auch benutzen. Dann habe ich noch vom P2 einen, den ich mir auch drauf schmieren könnte. Genau dasselbe, seht ihr? Es ist schön einfach und vor allen Dingen bei diesen Temperaturen könnte man es mal benutzen und dann einfach mit Puder drüber. Möchte ich einfach gucken, ob ich weiterhin es behalten möchte oder nicht. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift vorgenommen, leer zu machen, allgemein. Ich liebe diese Farbe, aber den habe ich jetzt schon das 3. Jahr in Verwendung. Immer im Sommer und ich benutze ihn wirklich nur im Sommer, weil es einfach so ein Peach, Peach Pink ist und schade drum. Der war übrigens von Manhattan. Und noch ein Highlighter in Cremeform, der mir auch dahin schmilzt. Das ist der von Essence. Möchte ich einfach weiterhin benutzen, um zu gucken. Also alle Highlighter aufs Gesicht packen. Ich könnte ja mal wieder so ein Challenge draus machen. Genau, das war's auch. Wenn irgendwas dazukommen sollte, werde ich euch das in der Review dann sagen. Mal gucken, auf jeden Fall 2 Wochen läuft das, um alle Produkte auszutesten, damit ich euch auch eine gescheite Review geben kann. Wenn etwas leer gehen sollte, werde ich was reinnehmen oder habe ja Ersatz drin. So. Ich beende das Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Schminkkörbchen auch wieder dabei und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.